Herzlich willkommen zurück zu XCOM 2 mit Arezu. Ich bin Arezu und in Schwierigkeiten. In großen Schwierigkeiten. 57% Chance, um den zu treffen? Warum? Was hat der hier bitte für eine Deckung? Okay, den könnten wir höchstwahrscheinlich ausschalten. Ach Gott. Das ist gar nicht gut, dass wir die hier haben. Okay, du versuchst zuerst bitte den... Oh, 100% Chance, den zu treffen. Sehr gut. Und... Zack, damit ist er erledigt. Das ist schon mal eine große Bedrohung. Nicht, dass wir nicht noch eine ganze Menge andere große Bedrohungen hätten, aber... Das ist eben eine. Okay, wenn wir hier hingehen, haben wir eine gute Deckung. Dann tun wir das. Sichern. Ja, ja, klar. Warum nicht? Ich arbeite dran. Ach Gott. Ich befürchte fast, wir müssen uns vom Basso verabschieden. Okay. Erledige den da hinten bitte. Sehr gut. Wenn die vorher nicht wussten, dass ich da bin, dann wissen sie es jetzt. Okay, auf wen kannst du schießen? Auf niemanden mit einer vernünftigen Chance. Das ist doof. Okay, hier treffen wir leider nicht beide. Das ist schade. Hoppala. Oh Gott, oh Gott. Hier haben wir eine volle Deckung. Das ist doch schon mal was. Hier hätten wir zwei halbe Deckungen. Eine, die sich nicht so leicht umgehen lässt. Wenigstens wäre damit bei. Hier ist es ähnlich. Okay, gehen wir hier hin. Ich habe ein bisschen Angst vor der Schlange. Deswegen möchte ich da ein paar Leute zusammen haben, die sich... gegen die wehren können. Oh Gott. Wir sind komplett umsingelt. Okay, wo kann Bones hin? Ja, theoretisch hierhin, aber das bringt nicht wirklich viel. Direkt vors Geschütz laufen will ich auch nicht. Okay, wir können nicht hier hingehen. Zu Befehl. Und ich höre irgendwo... Okay, 60% Chance, den direkt auszuschalten. Der andere muss eh näher rankommen. Okay, erledigt. Ziel eliminiert. Also ich höre irgendwo noch einen weiteren Roboter. Gut, das war Bones. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Und die ersten Leute geraten in Panik. Was zum Teufel? Du verlässt die sichere Position, weil du in Panik gerätst? Hättest du nicht einfach in Panik runterschießen können? Und den erledigen? Oh Gott. Oh Gott. Ich hätte hier wahrscheinlich angreifen sollen, als ich wenigstens ein paar Corpuls hatte. Ich glaube, Corpuls war das richtige Wort, bin ich ganz sicher. Daneben, das ist doch schon mal schön.
Greifen gescheitert. Moment, wie hätte der mich von dort greifen können? Taking heavy fire. Ja, und die Deckung ist nicht wirklich makellos. Okay, zwei Leute immer noch in Panik. Clark kann noch laufen. Heading out. I've been trooped here. Yay, noch mehr. Und ich dachte mir, wenn ich in Deckung bleibe, kann ich vielleicht noch ein paar mitnehmen, aber so nicht. Oh Gott. Crit-Chance von 0. Yay. Da sind Betäubungslandenträger beides. Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit können wir den da ausschalten. Yay, wir haben einen. Ich werde nicht aufgeben. Ich meine, ich werde jetzt sterben, aber nicht aufgeben. Wie soll ich das knacken? Ich muss es irgendwie schaffen, eine wesentlich schlagkräftigere Truppe wesentlich schneller hinzukriegen. Tja, bisher hält sie sich. Noch hat der Roboter auch nicht geschossen. Ja, der kann die Deckung direkt kaputt machen, wenn er möchte. I'm pinned down here. Und da haben wir unseren Deckungsbonus verloren. Oh, aber sie lebt trotzdem noch. Cool. Und damit ist er erledigt. Naja, ist eine Sache der Wahrscheinlichkeit irgendwann, ne? Ach Gott. Wenn ich das richtig im Kopf habe, lief dieser Spielstand jetzt so 10 Folgen. Maximal 11. Yay, Panik entfernt. Das ist doch gut. Dann kannst du hier hochgehen. Und mit der Pistole schießen. Crit-Chance von 40, eventuell kriegen wir sogar getötet. Yay! Okay, wir müssen uns auf jeden Fall von der Schlange fernhalten. Hey, vielleicht kriegen wir die Mission noch abgeschlossen. Oh, da kommt er, um seinen Kameraden zu rächen. Volle Deckung gegen volle Deckung. Könnte eine Weile dauern dann. Denn ich glaube nicht, dass die volle Deckung hier von dem Turm so schnell kaputt geht. Und Panik? Fragezeichen. Yay, Panik. Ist ganz sinnvoll, was die machen, wenn sie in Panik geraten. Ich meine, klar, man benimmt sich nicht rational, wenn man in Panik ist, aber die benehmen sich weniger als rational. Okay, sehr, sehr gut. Also,
Noch schlimmer als irrational, meine ich. Also, das ist nicht normal, wie irrational die sind. Daneben, wunderbar. Ah, was? Alles gut, alles gut. Okay, Basso ist noch einmal in Panik. Wir nehmen die Viole. Ja, problemlos. Das da drin wird wohl kaum Wasser sein. Schön, irgendwelche Messwerte? Keine Zeichen von Radioaktivität, keine Energiesignaturen jedweder Art. Was es auch ist, es ist ungefährlich. Ja, wie der kleine Advent-Lanchenträger da hinten reinguckt. Die Probe bestätigt. Rücken Sie zum Evakuierungspunkt vor. Advent Forces moving on our position. Ja, weil sie nicht genug haben. Okay, bis hierhin können wir schon mal so laufen, dann gucken wir uns weiter um. Tja. Immerhin halbe Deckung haben wir. Die hier hinten können nicht viel machen, die werden jetzt Basso töten noch wahrscheinlich. Wenn ich es tatsächlich schaffe, dann habe ich genau einen Soldaten. Gut, was die hier hinten machen, ist relativ uninteressant. Was war das jetzt? Reanimiert. Oh, toll. Und daneben. Wunderbar. Gut, wir leben noch. Das ist kein Feuer. Und der kommt auch nah genug ran. Wieder daneben. Cool. Wir haben immer noch eine Chance. Wir haben die Mission wirklich geschafft. Jetzt müssen wir nur noch Basso irgendwie rauskriegen hier. Okay, erst einmal rennst du hier weg. Tschüss. Bam. Na, es war den Versuch wert. Und Evakuierung. Tschüss. Kein Problem. Avenger hier, Firebrand. Das Paket ist in Sicherheit. Und können wir den Sky Ranger irgendwo hier hinten herrufen, bitte? Ich verstehe immer noch nicht genau, wie das mit dem Sky Ranger funktioniert. Also wo wir den hinrufen können. Ja, platziere eine Evakuierungszone. Wir haben hier die hinten. Heißt das, dass wir keine weitere machen können? Wenn ja, warum haben wir trotzdem den Button? Okay, wir laufen hier hin. Achso, Reanimation ist die Zombie-Dings, dass er Zombie-Erschaffung. Ich dachte, die meinten wirkliche Wiederbelebung im Sinne von, naja, so zurückkommen, wie man eben mal war, irgendwann mal. Das sind mir ein bisschen zu viel, Leute. Daneben, wunderbar. Und Panik? Oh ne, Schuss.
Certo poco. Ja, alle gegen einen. Ich bin fast sicher, Basso gewinnt. Ich meine, wir brauchen gerade so viel Glück, um den hier rauszukriegen. Dass in Zukunft alles schief laufen wird, wenn wir es schaffen. Für der Kerne. Okay, hier haben wir wieder eine volle Deckung. Tschüss. Sehen uns. Oi, oi, oi. Sono sotto attacco. Ich hoffe einfach, dass ich, wenn ich weit genug durchgelaufen bin, eben den Sky Ranger rufen kann noch. Okay, hat sich erledigt. Betäubt. Also nicht bewusstlos, das heißt, er steht von alleine wieder auf nach der nächsten Runde, aber dann wird er schon tot sein oder eben wirklich bewusstlos. Wahrscheinlich eher tot. Wobei ich mich wirklich frage, ob man irgendwann die Leute, die gefangen genommen wurden, retten kann. Das wäre ziemlich cool. Wenn man stark genug ist, einen Gefängnisangriff machen kann, machen oder so, oder eben einzelne Gefangenentransporter angreifen, irgendwas in der Art. Es ist ziemlich lächerlich gerade. Ich mache nicht mal was. Okay, Ofen? Fragezeichen? Nein. Hier hätten wir eine halbe Deckung, hier hätten wir eine volle Deckung, die aber nicht gegen die Leute von dort hinten hilft. Also, yay, halbe Deckung. Tschüss. Errungenschaft, eine schreckliche Wahrheit. Moment kurz. Wirkt die Geheimeinrichtung... ja, toll. Jetzt gibt er mir den Erfolg dafür, dass ich die Daten gesichert habe. Oh, wahrscheinlich hat er den ganzen Zug schon vorher berechnet und gewusst, dass die Mission zu Ende ist. Das ist natürlich möglich. Alle überlebenden X-Com-Agenten sind in Sicherheit. Also, dass die Visualisierung dann eben wirklich erst später kommt. Bestätigt. Commander, wir haben die Einrichtung infiltriert und eine Probe der dort hergestellten Substanz geworden. Dabei haben wir allerdings ein paar gute Leute verloren. Ein paar gute Leute? Das war unsere ganze Streitmacht. Die einzige Person, die da übrig geblieben ist, war ein Rekrut. Der jetzt natürlich zum Private wird, aber trotzdem. Größter verursachter Schaden, die meisten Angriffe ausgeführt und am häufigsten Angriffen Silvio Basso. Besonders den letzten Punkt hat er ohne Probleme geschafft. Am weitesten bewegt Private Petros Manikas. Da weiß ich nicht mal mehr, wer genau das war. Tut mir leid. Alien-Autopsien können erhebliche Verbesserungen für deine Soldaten mit sich bringen. Erheblich auch noch. Nicht nur ein bisschen, sondern erheblich. Das ist ja interessant. Wir müssen noch mehr tun können. Wir können uns nicht viele solcher Einsätze leisten. Oh, Verzeihung, ich habe Rekrut Clark und Private Manikas verwechselt. Und er bekommt nicht mal eine Beförderung dafür. Nachdem wir nun das scheinbare Produkt der Geheimeinrichtung gefunden haben, wird es sicher einiges an Zeit und Ressourcen kosten, den wahren Zweck dieser Substanz zu erforschen. Ich beginne sofort mit den Vorbereitungen für eine gründliche Analyse, Commander. Ja klar, und wenn wir was haben, dann sind es Zeit und Ressourcen, ne? In dieser aus einer Advent-Geheimeinrichtung geborgenen Viole steckt das Endergebnis einer aufwendigen und grausigen Alien-Prozesses. Ein Zielfernrohr und ein Automatiklader haben wir bekommen. Ich habe keine Ahnung woher. Weiter.
Alien-Verschlüsselung. Im Gegensatz zu den gewöhnlichen Verschlüsselungsmethoden, auf die wir bei irdischen Datenspeichern treffen, scheinen die Aliens eine fortschrittliche Matrix aus mechanischen und biologischen Verschlüsselungsverfahren in Kombination mit psionischen Interferenzen zu verwenden. Die Vorstellung, die komplexesten Pläne der Aliens aufzudecken, ist gleichermaßen faszinierend wie furchteinflößend. Die Abläufe innerhalb der Geheimeinrichtung scheinen noch besorgniserregender zu sein, als ich zunächst befürchtet hatte. Die Aliens haben zweifelsohne etwas Schreckliches begonnen. Ich überlasse die Untersuchung Ihnen, Commander. Yay, Geheimeinrichtungsfiole bekommen und Avatar-Fortschritte um 1 reduziert. Ihre Arbeit bei der Infiltration der Geheimeinrichtung der Aliens in Ostamerika hat uns dem Verständnis der wahren Beweggründe der Aliens noch näher gebracht. 125 Vorräte. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Die Aliens nutzen eine Verschlüsselung, die wir noch nie gesehen haben, geschweige denn verstehen. Wir müssen den Code irgendwie knacken. Aber das wird wohl eine Weile dauern. So. In Amerika ist Elizabeths Gegenstand langlebiger Gerüchte über ihre Rolle in verdeckten Militäroperationen. In den kommenden Wochen wird sie bei vielen Gelegenheiten haben, sich zu beweisen. Wird sie viele Gelegenheiten haben, sich zu beweisen. Ja, sehr, sehr viele. Jens Willems. Belgien. Beim Widerstand gibt es vermehrt Bedenken aufgrund von... Ausbrecher aus Hochsicherheitsgefängnis. Und Ryan Kerrigan. Verhält sich wie ein Militärveteran, doch er spricht nur sehr widerwillig über seinen Dienst in Irland. Anmerkung von CEO Bradford. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Ja, nehmen wir. Und Annette Hagen aus Schweden. In Schweden ist Annette gegen... Ja, auch wieder verdeckte Militäroperation. Wir mussten jetzt alles direkt ausgeben, damit wir einen Trupp wieder voll kriegen. Aber immerhin haben wir das geschafft. Yay, wir sind gut. Es geht zurück. Geh zurück. Sie erweisen sich immer wieder als einfallsreich, Commander. Obwohl Sie den Aliens mit der Zerstörung der Geheimeinrichtung zugesetzt haben, liegt noch viel Arbeit vor uns. Commander, unsere Fernaufklärung zeigt ein UFO, das uns auf den Fersen ist. Wir müssen unsere Flugrouten mit Bedacht wählen. Toll. Gut, wir haben auch jetzt so eben wieder keine Dings da, die wir machen können. Keine Missionen, die wir machen können. Was schon mal ganz toll ist. Ich brauche irgendwelche kleineren Dinge, die wir machen können. Auf dem Schwarzmarkt herrscht besonderes Interesse an jeglichen verfügbaren Beständen an Sektoidenleichen und Automatikladern. Ach Gott. Die geben uns aber wenig dafür. Da, wir haben doch 23 Lehmrübenkristalle. Warum konnten wir da nichts erforschen? Kaufen können wir hier nichts, was uns gerade was bringen würde. Ach Gott. Gut, dort können wir gerade nicht... Also nach Hause können wir jetzt offenbar gerade nicht fliegen. Was machen wir denn jetzt? Obwohl, doch, wenn wir vorbeifliegen, sollte das ja kein Problem sein, oder? So, Zeit verstreichen lassen, dann sind Magnetwaffen fertig. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Sehr schön. Diese magnetischen Waffen ähneln den alten Railgun-Projekten und feuern Projektile mit extremer Geschwindigkeit ab. Yay, jetzt müssten wir nur noch welche herstellen können. Magnetgewehr zur Fertigung verfügbar, Splitterkanone zur Fertigung verfügbar, Magnetpistole zur Fertigung verfügbar und neue Forschung Gausswaffen. Nachdem wir endlich die Gauss-Gewehrtechnologie genauer untersuchen konnten, mit der Edward ihre Truppen ausrüstet, bin ich ziemlich sicher, dass wir ein ähnlich effektives Magnetwaffensystem entwickeln können. Die naheliegende Frage, warum wir nicht einfach die Edward-Waffen selbst verwenden, wurde von Widerstandstruppen auf dem Schlachtfeld schon früh festgestellt. Vor einigen Jahren haben die Aliens begonnen, eine Art Genverifizierungscode in ihre Waffen zu verbauen, der bewirkt, dass sie von keiner Spezies mehr eingesetzt werden können, deren DNA nicht vorher kodiert wurde. Leider setzt das System auch tödliche Gewalt gegen arglose, nicht autorisierte Benutzer ein. Eine Tatsache, die wir bei den Widerstandszellen, mit denen wir Kontakt stehen, möglichst schnell publik machen sollten. Was unsere eigene Variante der Technologie anbelangt, haben Dr. Shen und ich Teile der auf dem Schlachtfeld geborgenen Alien-Waffen genommen und ihre Schlüsselelemente für die Entwicklung eines zuverlässigen Prototyps verwendet.
Wir können gefahrlos mit der Reproduktion des Systems beginnen, sobald die benötigten Materialien verfügbar sind. Also nie. Codename Orsted. Magnetpistole. Diese Pistole basiert auf den von uns erzielten Fortschritten im Bereich der Magnetwaffentechnologie und bietet deutlich mehr Durchschlagskraft als unsere konventionelle Pistole. Splitterkanone. Mithilfe der Magnetwaffentechnologie können wir Alien-Legierungsfragmente zu einem Streugeschoss synthetisieren, das unsere Ranger mit dramatischer Wirkung einsetzen können. Je kürzer die Entfernung, desto größer die Wirkung. Magnetgewehr. Mithilfe der Magnetgeschosstechnik können wir gewehrartige Schusswaffen bauen. Sie stellen hinsichtlich ihrer Feuerkraft eine deutliche Verbesserung gegenüber konventionellen Sturmgewehren dar. Als nächstes, Psionik-Plattenrüstung braucht 12 Tage. Und dann können wir die wahrscheinlich nicht mal herstellen. Aber okay, da, bitte, versucht's. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. So, und wir lassen wieder Zeit verstreichen. Edwin, Vergeltungsschlag, yay! Widerstandsverstecke werden angegriffen. Commander, Edwin hat eins unserer Widerstandsverstecke entdeckt. Sie bereiten einen Vergeltungsschlag gegen unschuldige Zivilisten vor. Dann werden wir dahin gehen in der nächsten Folge und sterben. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter's Kommentare und adios.